Die Badbox ist ja eine sehr kleine Art, die uns ja nicht so viel Strom an sich so, warte mal, in der Aufbewahrung ne? gibt. Verstehst du, was ich meine? Da ist dann aber wieder anderes dabei, dass zum Beispiel mit einer MFSU einen anderen Output hat. Ja. Mit einer Badbox zum Beispiel hättest du zum Beispiel eine leichte Arschkarte, um eine Quantumrüstung aufzuladen. Nein, ich wollte ja gerade eben nur gesagt haben, es gibt ja die zwei Solarpanels. Es gibt einmal die großen viereckigen und einmal die kleinen flachen. Und die großen viereckigen brauchen die Batbox und die kleine flache braucht die Batterybox, wo du sie reinspeist. Ja, aber es reicht, dass wir die normalen Solarpanels nehmen, die viereckigen, weil wir daraus dann irgendwann Low Voltage, Medium Voltage und High Voltage wechseln können. Da bringt dir diese flache Dinger halt mal gar nichts. Bitte sehr, wenn ihr mir Kohle gibt, dann geht auch der Pulverizer jetzt. Moment, wir müssen doch, die kleinen Flachen sind doch, glaube ich, auf Blue Electric, oder? Das war doch die Geschichte. Sollen wir doch mal schauen! Du kannst warten, bis der Balken da voll ist beim Pulverizer. Du musst warten, bis der Balken voll ist. Boah, das dauert lang. Guck dir da 146. Oh! Jetzt wird's gerade hoch, jetzt geht's wieder runter. Die Engine wird, die muss sich erst aufwärmen, dann wird's ein bisschen schneller. Es ist wie gesagt nicht die schnellste Engine. Also ein das haben wir, das konnte er gerade so schnell sofort machen. Ja, ich sag mal so. Du brauchst, das ist noch keine so super effiziente, das ist noch gar nicht wirklich effiziente Engine. Wir sollten aber vor Aufnahme, wenn wir die Aufnahmesession beenden, erstmal die Engine beenden, dann können wir zum nächsten machen. Also die muss jetzt eine Weile laufen, dann wird sie warm, nachher gibt es noch ein paar. Ja, aber da wir jetzt gleich die Aufnahmesession hier beenden und unterbrechen wir die hier jetzt erstmal gleich wieder. Sag mal, wo haben wir eigentlich die Ölquelle gefunden? Weil sonst könnte man die ist so weit weg sagen. Wieso? Machen wir halt einfach Pipes. Dann ziehen wir von der Ölquelle aus Teleport-Pipes. Bohrturm, Raffinerie und dann ziehen wir von der Raffinerie aus die Pipes unterirdisch hier rüber. Gut. Das kann die machen dann. Aber da ich weiß, dass seine Mutter vielleicht irgendwann anfängt zu meckern, sollten wir sowieso mal erstmal aufhören. Ich kenne seine Mutter doch. Ja, ich müsste jetzt halt langsam echt mal noch duschen und dann pennen gehen. Deswegen, ja. Das heißt, wir hören dann jetzt erst einmal, zack, auf. Wobei, nee, doch. Wartet mal, auf der anderen Seite... Du willst nicht aufhören, wir haben doch oder so. Okay. Nö, wir haben hinten doch eine Lavaquelle. Chris, bau du dann beim nächsten Mal ein Lavakraftwerk, also ein Geothermalkraftwerk, und dann holen wir von der Lavaquelle, dem Vulkan hinten, unsere Energie. Surely, we can do this. Und irgendwann aus dem Never den ganzen. Und irgendwann aus dem Never dann raus, ne? Gut, ja. Aus dem Nether, glaube ich, kriegst du es nicht raus. Doch, da, ich guck mir das Mega-Projekt an und da sehe ich, dass es einige können. aber jetzt nichtsdestotrotz. Hör mir jetzt auf, tschüss, fertig. Nee, aber weil er muss sich da unten fertig machen. Und ich weiß ja, deswegen. Ah, ja, tschüss, Sikorsky, bis demnächst. Einfach mal so, ja, leck mich auf, tschüss, einfach tschüss. Naja, nee. Klein Zimti ins Bett. Bis Sikorsky, Babydoll. Au. Gut, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich einfach mal so sagen. Wir haben einiges erreicht. Wir haben die Insel etwas ausgebaut. Ein kleines bisschen Strom da unten existiert jetzt auch. Wir haben zu viel gefarmt, ja, aber ein also Haus. Also sind wir mit FTB fertig. Okay, nächste Session. Also ein Haus haben wir. Beim nächsten Mal werden wir dann auch endlich mal ein Haus bauen, was wir ja immer noch nicht getan haben. Wir wollten noch so ein obercooles Unterwasserhaus basteln. Ja, wie gesagt, das werden wir dann, denke ich mal, beim nächsten Mal langsam mal anfangen. Das ist, glaube ich, das erste Minecraft-Projekt auf dem Kanal, was in der ersten Aufnahmesession kein Haus gebaut hat, einfach nur irgendwas anderes gemacht hat. Wir sind nicht wie die anderen. Wir sind wir. Genau. Gut, ich würde aber jetzt trotzdem sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mit mir, dem Basti, dem Elia, der da unten irgendeinen Kram schon wieder anfängt und dem... Ich habe 20 Nukes platziert. Dem anderen, den Bayern da und so. Dich suche ich gerade, du bist... Ach, da bist du. Hier haben wir unsere Verabschiedungszone. Verabschiedungszone. Gut. Bis denn, je.
Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüssowski. Ich wollte schon sagen, Basti sagt auch. Mit Ö. Ciao. Ciao mit Au. Ey! Jo Leute, und willkommen zu einer weiteren Runde von Wir schlagen 1000 Millionen Falltüren auf. Minecraft Together im Feed for Beasts Style. Natürlich wieder mit den typischen Leuten des typischen Klamauts. Ihr geht mir übrigens gerade mal so ganz groß auf den Senkel. Wow, überall Falltüren. Im Übrigen habe ich sogar für die heutige Aufnahmesession mal ein Thema, worüber wir reden könnten. Ein Thema, das leider mich ja getroffen hat. Elia und so wissen ja, um was es sich handelt. Das stimmt nicht, Tacket. Langweilig. Arschloch. Nein, es geht einfach darum, worüber ich einfach mit euch mal reden möchte. Es geht darum, dass Steve mal sagen möchte, er ist schwul. Halt's Maul! Nein, er also... Er outet sich endlich, juhu. Wo waren jetzt eigentlich die drei Fragezeichen? Ich schalte mal den Pulverizer unten wieder an, ne? Ja, solange der uns nicht explodiert, ist okay. Nein, also was ich meine, ist einfach, erst recht kann Elia viel zu sagen, weil er selber halt auch Let's Player ist. Wenn ihr zum Beispiel, ja, ihr kennt, wir machen jetzt auch zusammen gerade ein Together, richtig? Nein. Nein. Jeder macht sein einzelnes Ding. Wir reden bloß miteinander. Genau. Dann, okay, wie soll ich das jetzt formulieren? Die Sache ist an sich, wenn ihr ein Together machen würdet, ist es ja klar, dass ihr euch irgendwie Termine vereinbart oder alles Mögliche. Also ohne irgendwelche Probleme und auch euch meldet über, wenn irgendwas ist oder nicht. Chris, geh mal Essen holen. Was? Sag doch einfach, dass dein Together-Partner sich nicht gemeldet hat. Nicht nur gemeldet. Meine Güte, mach doch kein Drama nicht nur draus, nicht nur gemeldet. Drei Brote. Was würdet ihr davon Bitch, ey. Nein, wie findet ihr es, beziehungsweise was haltet ihr davon, dass wenn ihr mit einem aufnimmt und er euch einfach von jetzt auf gleich in Skype löscht und blockiert? Arschloch. Boppa Gundam-Style. Boppa Arschloch-Style. ich glaube, das nennt sich Tobias. Also nicht, dass der so hieß, aber... Nee, ihn jetzt eher meinte ich nicht. Nein, aber es war ja damals mit Tobias genauso. Ja gut, mit ihm hatte man aber kein Together. Er hatte ein einzelnes Projekt damals und es hat sich einfach so verpisst. Es war trotzdem Together. Also nicht kein Projekt, aber es war Together. Das ist dasselbe. Teils, also... Ich schaue übrigens der Maschine beim Pulverisieren zu, dass er auch ja nicht hochgeht, was ihr eigentlich nicht tun dürftet, da die nicht überhitzt, glaube ich. Da haben wir noch ein paar Steaks. Viecher oder so sind doch an, oder? Eigentlich schon. Ja, ich hab's schon gehört. Ich hab nämlich gerade schon das Skelett gehört. Ich sehe es auch schon auf der Minimap. Mhm. Bastis Icon auf der Minimap rumlaufen, das sieht so geil aus. Dieses Gesicht. Hey, also, auf der Minimap, das sieht echt lustig aus. Warum schlockst du das Skelett, Steven? Es hat dir gar nichts getan. Woher weißt du, dass ich ein Skelett? Du bist auch hier. Also irgendjemand muss nach der Maschine gucken. Der Pulverizer pulverized noch ein bisschen und irgendwann explodiert er. Wenn er alles fertig gemacht hat, dann wird er die Energie noch in den Pulverizer reinstapeln, bis der voll ist und danach könnte er explodieren. Aber das dauert eine Weile. So, was habe ich denn da gefunden? Tome Ingot, Enchanted Book Feather Falling. Oh ja. Ich glaub, Stilllegend und zwei Shiny Ingots kriegt er. Also ich hätte ja mal zwei Themen, die man besprechen könnte. Zum einen, endlich ein Haus? Da du die Hausfrau gerade spielst und immer noch in der Nähe von diesem Ding bist, guck du mal, dass der Pulverizer nicht in die Luft geht. Und zum... Ja, danke, Elia. Kennst du nicht die typische Rollenverteilung? Ich hab keine Seife da, tut mir leid. Und zum Zweiten dachte ich, du wolltest jetzt das Thema anschneiden, FDP und die große Wahlschlappe. Wahlschlampe. FDP und die große Wahl... Was?
Ach, dass die FDP nicht über die blöde 5%-Marke kommen wird. Das schaffen die sowieso nicht. Das haben sie. Leider so viel irgendwie verbaut. Ich habe leider die ganze Story nicht mitbekommen, was die damals angestellt haben. Die Partei ist einfach kacke. Also, nein, sie ist nicht kacke, sie entspricht ja nicht meiner Sicht. Ich weiß aber nur, dass, wenn der Part online kommt, sind die Wahlen schon vorbei, das weiß ich schon. Ja. Steve? Ja. Das letzte Mal, also bei der letzten Wahl war es ja so, dass es, also nicht die Wahl, die dann war, wenn die Aufnahme hier rauskommt, sondern die Wahl von letztem Jahr. Auch. Die FDP war ja, die war ja genauso scheiße, aber dann hat die CDU wenigstens noch so Werbung für die FDP gemacht, dass die FDP dann halt nochmal ein bisschen was gekriegt hat. Die FDP an sich hat, sagen wir jetzt mal irgendwie, ich weiß nicht, was die damals gemacht haben, dass die zurzeit so tief in den Verruf geflogen sind. Das ist Hammer. Irgendwas ist da schief. Ich weiß nicht, was da mal passiert ist. Es ist die FDP, da musst du gar nicht nachfragen. Oh, ist unter Chinesen. Das ist genauso. Japaner, was auch immer. Philippiner. Das ist genauso, als ob du fragst, warum die AfD scheiße ist. Dies möchte ich jetzt hier mal nicht erklären, was die AfD genauer ist. Was ist die AfD? Du, Steven, ja? Ganz einfach. Laut Wahl-O-Mat müsste ich entweder die Grünen oder die Piraten wählen. Das weiß ich nur nicht, was mir gerade das kleinere Übel bereitet. Also die Piraten sind jetzt nicht schlimm. Die Piraten klauen sich ihr Wahlkonzept sowieso nur zusammen und haben selber keine Ahnung. Aber mal, hör mal auf jetzt. Zum Thema der AfD. Elia an sich hat recht. Ich möchte jetzt auch keinem, der jetzt von den Zuschauern hier gerne die AfD gewählt hat oder ein Fan der AfD ist, jetzt mal komplett nicht dazwischen reden. Das ist eure eigene Entscheidung. Aber an sich hab ich meine Quellen, die rausgefunden haben, dass die AfD rechts ist. Steven arbeitet bei der NSA. Nein. Aber die AfD ist rechts. Es gibt Leute, die meinen, die AfD ist die damalige Pro-NRW. Die ja jetzt ja auch nicht mehr, auch von dem man ja auch nichts mehr hört, weißt du? Steven liest bestimmt zu viel Endzeitkind. Den alten Piratenwähler. Den alten Piratenwähler, wie sich das anhört. Naja, ich. Entschuldige, dass ich Endzeit gefollowt habe, also bitte. Ich follow den auch, also tu nicht so. Sonst würde ich das dann nicht wissen. Scheiß Kuh, halt's Maul. Sonst wüsste ich ja nicht mehr. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr wissen, was die AfD ist. Ich wusste schon, ich habe schon öfters von der was gehört, noch da meine damalige Maßnahme. Und aber mehr wusste ich nicht und ja, ich habe dann einiges so erfahren. Ja, es ist immer interessant. Also, ich schätze einfach mal, weil ich denke mal, dem Gerücht mit Pro-NRW und AfD liegt schon was zusammen, weil von der Pro-NRW hörst du ja gar nichts mehr. Und auf einmal tauchte ja die AfD auf. Ja, Leute, wisst ihr was? Wir sollten alle Mercedes wählen. Mercedes. Yeah. Also bitte, dann wenn schon, dann... Also es gibt ja nur... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was denn? Der hat mich gerade durch eine halbe Höhle genockt in ein einzelnes Loch rein, wo es zur Lava runterging. Wer? Der Zombie. Ich guck so an der Rand, das Skelett gestorben. Zombie kommt, schmeißt mich über zwei Abgründe in ein Loch rein, wo Lava ist. Das dürfte bestimmt so ein Angry Zombie gewesen sein, weil ein Angry Zombie ist ein bisschen stärker als ein normaler. Der hat ein arschheftiges Knockback. Alter, der hat mich gerade. Also jetzt kannst du sagen, Schiff versenkt! Jetzt muss ich mir erstmal meine Ausrüstung wieder zusammenbasteln. Was hast du alles für Sachen dabei gehabt? Ich hatte dreiviertel kaputtes Rubinschwert, eine fast kaputte Rubinspitzhacke, eine halb kaputte Eisenrüstung und eine Holz. Natürlich. Appetite? Okay. Also ich meine, hast du Appetit auf irgendwas? Attackiere den Creeper. Das tun Hunde nicht. Also ich
Ich pflege ja mit Freunden immer recht gerne zu witzeln. Du witzeln? Über zwei Parteien und einen, ich weiß nicht, Kandidaten. Und das wäre Mr. Stinkefinger oder was? Wir witzeln immer, dass wir die PPC wählen gehen. Die Partei Bibeltreuer Christen. Ach du grüne Neune! Von denen habe ich auch gehört, aber nee, also die würde ich auch nicht wählen. Im Leben nicht. Wie gesagt, wir witzeln immer nur drüber, weil wir damals, da war ich glaube ich mit 13 und so, hatten wir so Wahlzettel und dann haben wir, also fand ich den Namen so lustig, dass wir immer gewitzelt angefangen haben, zu witzeln, wir wählen.